Hallo und herzlich willkommen. Die Haushaltsberatungen sind noch nicht lange her und es ging um Milliarden. Genauer gesagt um Ihre Milliarden, denn es sind Ihre Steuergelder. Wir wollen uns heute mal näher mit der Entwicklungspolitik beschäftigen und hierzu begrüße ich den entwicklungspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmeier, der heute zugeschaltet aus Böbling ist. Herr Frohnmeier, wenn ich an Entwicklungspolitik denke, dann denke ich an Brunnenbau in Afrika und Aufklärungskampagnen in Indien. Aber ist das wirklich die Realität der Entwicklungspolitik? Ja, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit und zunächst mal hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, heute die Entwicklungszusammenarbeit der Bundestagsfraktion vorzustellen. Aber zur Frage. Die Entwicklungszusammenarbeit, die hat sich stark verändert. Es geht nicht mehr um das traditionelle Bild vom quasi Helfer vor Ort, der Brunnen bohrt oder der entsprechend ja, in Staaten in einem fragilen Kontext, wo Hungerkatastrophen etc. sind, aushilft, sondern wir haben die Situation, dass zwei Drittel unserer Mittel, das sind immerhin 25 Milliarden Euro, damit ist Deutschland der größte Geber der Welt im Verhältnis zum eigenen Bevölkerungsverhältnis, überwiegend an G20-Staaten gehen, also systemische Wettbewerber. Und da sind wir in drei Kernbereichen unterwegs. Zum einen geht es darum, die Menschen auf der Welt im Bereich der Gender-Ideologie und des Gender-Mainstreamings zu beglücken. Der zweite Bereich ist erneuerbare und regenerative Energien. Und ich sage mal, dritten Bereich, wenn wir es so einteilen wollen, geht es um Wirtschaft und Migration. Wenn Sie jetzt Gender-Ideologie sagen, wenn ich mir das vorstelle, Gender-Ideologie und Entwicklungshilfe, wie passt das denn überhaupt zusammen? Also die Bundesregierung, insbesondere die neue, hat viel Wert darauf gelegt, eine sogenannte feministische Entwicklungszusammenarbeit auszugestalten. Und diese Leute glauben, dass es unerlässlich ist, um in den Partnerländern für Entwicklung zu sorgen, dass Menschen eben die sorgenfreie Wahl zwischen 84 Geschlechtertypen und mehr haben. Und natürlich, klar, also unsere Kritik zielt da auch drauf ab, wenn wir tatsächlich mal in Staaten schauen, in sogenannte Least Developed Countries, also die ärmsten der Welt, dann bin ich so mutig zu behaupten, dass das kleinste Problem der Leute, wenn sie von Subsistenzwirtschaft leben und teilweise nicht wissen, wie sie die Familie ernähren sollen, ist, morgens vor den Spiegel zu treten und dann eben aus einem der 84 Geschlechtertypen auszuwählen. Das geht völlig an der Realität dieser Leute vorbei. Und ich glaube, auch die Idee, dass man dort ganz massiv mit regenerativen Energien arbeiten muss, also wenn ich auf der Lehmhütte die Solarzelle obendrauf habe, weiß ich auch nicht, ob es da andere Punkte gäbe, wo man besser Unterstützung fördern könnte. Kommen wir nochmal zum Haushalt zurück. Können Sie unseren Zuschauern vielleicht einen kurzen Überblick über den Etat der Entwicklungspolitik hier geben und vielleicht nochmal sagen, wo die AfD-Fraktion kürzen würde und eben streichen und damit eben Millionen Euro der Steuerzahler sparen würde? Gut, bei der Entwicklungszusammenarbeit ist es so ein bisschen mit, man kann das Bild von vielen Köchen bemühen. Es gibt ganz viele Ministerien in Berlin, die Entwicklungsprojekte betreiben. Nicht nur die Berliner Ministerien, sondern eben auch Bundesländer. Ich komme aus Baden-Württemberg, da stellt die Landesregierung ca. 160 Millionen Euro für Entwicklungsprojekte ein und dann eben auch Landkreise. Also in Böblingen werden Projekte betrieben, in Tunesien, da beglücken wir quasi die Tunesier mit der schwäbischen Mülltrennung und wir bauen Wanderwege aus und fort. Ich will damit sagen, dass wir eine sehr fragmentierte Situation haben. Es gibt ganz viele Akteure und da sagt die AfD natürlich, wir müssen erstmal diese Fragmentierung beenden. Wir brauchen eine klare Zuständigkeit, um effektiv Entwicklungszusammenarbeit leisten zu können. Wenn Sie das so sagen, dass es keine klare Linie gibt, das erweckt bei mir den Eindruck der Verschleierung. Also können Sie das bestätigen, dass es wirklich teilweise so ist, dass hier auch verschleiert wird, gerade wenn es um Geld geht für ideologische Projekte? Ja, es macht es für uns natürlich nicht einfacher, wenn so viele Akteure Entwicklungszusammenarbeit betreiben, da genau kontrollieren zu können und zu prüfen, für was Gelder ausgegeben werden. Wir kommen ja so, also durch diese Fragmentierung, auf 25 Milliarden Euro, die wir jährlich verteilen durch die Welt. Damit ist Deutschland, wie eingangs erwähnt, der größte Geber, insbesondere gemessen an der eigenen Bevölkerung.
Nur die Amerikaner geben noch ein bisschen mehr, aber das sind natürlich auch ein paar mehr Menschen. Und unser Problem ist eigentlich das Folgende. Wenn wir so viele Akteure haben, dann können wir nicht flächendeckend prüfen, evaluieren. Und ich habe mitunter eben schon den Eindruck, dass das letztendlich auch Prinzip hat. Und wir sehen das immer dann, wenn Geld für die sogenannte Zivilgesellschaft bereitgestellt wird. Da kann man auch eine Veränderung feststellen, wenn man jetzt auf den Haushalt schaut. Die Vorgängerbundesregierung der 19. Legislatur hat noch versucht, stark staatlich zu arbeiten. Und jetzt gibt es eine Kehrtwende, indem man eben insbesondere für NGOs, die Zivilgesellschaft etc. Gelder bereitstellt. Und da kommen wir dann wiederum als Parlament gar nicht so richtig ran und können prüfen, wie werden denn eigentlich Gelder verwendet. Und das war in der Vergangenheit schon ein Problem, weil wir teilweise sogar als Bundestagsfraktion das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verklagen mussten auf Herausgabe von externer Qualitätskontrolle, weil wir eben festgestellt haben, dass Staatsunternehmen, das BMZ, in dem Fall die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, Staatsaufträge von 10 Milliarden Euro erhalten. Das ist eine ganze Menge Geld. Und hier aber nur eine Wirtschaftlichkeit von unter 45% aufweist. Und ich sage dann immer, so ein Geschäftsführer, der gefühlt jedes zweite Projekt in den Sand setzt, den würde man wahrscheinlich in der Privatwirtschaft nicht lange beschäftigen. Und wir versuchen, an diese Daten zu kommen. Aber die Bundesregierung, die wehrt sich mit Händen und Füßen. Wenn ich jetzt an den Ist-Zustand von Deutschland denke, 2022, die Inflationskrise, die Preise steigen, die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnungen in Zukunft zahlen sollen. Und dann führt man sich vor Augen, dass millionenschwere Projekte zum Beispiel für Gender-Ideologie irgendwo in der dritten Welt finanziert werden, obwohl die Bürger das Geld hier eigentlich selber bräuchten. Haben Sie das Gefühl, dass die anderen Parlamentarier im Ausschuss zum Beispiel, dass sie diese Verbindung zur Wirklichkeit längst verloren haben? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt hier auch eine sehr unterschiedliche Herangehensweise. Für uns ist ja Entwicklungszusammenarbeit eigentlich ein Bestandteil der Außenpolitik und es geht darum, auch deutsche Interessen im Ausland mit zu vertreten. Natürlich im Idealfall, dass die Partnerländer genauso wie wir als Geberland davon profitieren. Also für uns ist es ein Bestandteil der Außenpolitik, ein Instrument auch der Außenwirtschaftspolitik. Für die Altparteien ist Entwicklungszusammenarbeit eher was Altruistisches. Also sie vertreten damit keine deutschen Interessen und sie empfinden es auch als unanständig, wenn wir darauf aufmerksam machen, dass man erstmal sein eigenes Haus in Ordnung bringen muss, bevor man dem Nachbarn hilft. Und da ist die, ich sag mal, Leitlinie von uns relativ simpel. Erstmal das eigene Haus in Ordnung bringen, dann helfen wir dem Nachbarn. Und da gibt es natürlich dann immer auch den Vorwurf, wir würden Sozialpopulismus betreiben. Ich sehe das nicht so. Es sind ja Steuergelder, es sind Milliarden und Abermilliarden, die wir hier anderen Staaten zur Verfügung stellen. Und die Frage muss erlaubt sein, wenn Bürger in Deutschland die geringste Eigentumsquote haben, die höchste Steuerlast, die höchsten Strompreise und eben aufgrund der Inflationssituation teilweise nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen, wie dann Geld eingesetzt wird. Und ich sage das immer wieder, ich finde das schon ein gutes Beispiel dafür. Wir haben, ich hatte es eingangs heute hier erwähnt, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit in Böblingen. Da zahlen wir den Aus- und Fortbau von Wanderwegen in Tunesien und beglücken die Menschen dann mit der schwäbischen Mülltrennung. Wir haben hier aber im Landkreis auch Gemeinden, eine Gemeinde, wo die Schuldachsanierung seit längerer Zeit ansteht und es oben ins Schuldach reinregnet in der Grundschule. Und da glaube ich schon, dass es richtig ist, wenn wir sagen, also Moment mal, bevor da weiter Geld für Projekte im Ausland bereitgestellt werden, bringt bitte erstmal die Situation hier vor Ort in Ordnung. Herr Frohnmeier, eine letzte Frage. Was ist Ihr Ausblick? Wie werden die kommenden Jahre unterhalb der Ampelregierung werden, was die Entwicklungspolitik angeht? Es wird deutlich ideologischer, noch ideologischer und das muss man jetzt mal toppen. Ich meine, wir hatten beispielsweise LED-Lampen für marokkanische Moscheen in der letzten Legislatur, wo der deutsche Steuerzahler 8,5 Millionen Euro dafür ausgegeben hat, dass die eben klimaneutraler werden. Oder wir hatten die gendersensible Männerarbeit in Nicaragua, landesweite Gendernetzwerke in China, die der deutsche Steuerzahler bezahlt hat.
Und die jetzige Bundesregierung hat angekündigt, wir sind gespannt, wir werden dann bald auch Projektlisten sehen, dass sie viel mehr dieser Projekte machen möchte. Und zu was das führt, konnten wir auch in Indien sehen. Diese Politik ist dann nicht kohärent. Ja? Wir bezahlen 10 Milliarden Euro nach Indien, auch im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit. Davon werden dann Solarzellen gebaut und Windrädchen und E-Rikschas, kein Witz, E-Rikschas. Indien spart 10 Milliarden Euro, kauft davon russische Energie. Und Deutschland wiederum hat ja, man muss sich das so ein bisschen wie bei der Reise nach Jerusalem vorstellen, man ist aufgestanden, hat den Sitzplatz verlassen, um eben eins nach links zu rücken, weil auf dem Sitzplatz quasi böse Energie angeboten worden ist. Die kauft jetzt Indien, subventioniert durch Deutschland, nämlich durch diese 10 Milliarden Euro. Und gleichzeitig ist aber der Platz links von uns, nachdem wir vom Stuhl aufgestanden sind, leider belegt. Und das ist für uns keine verantwortungsvolle Regierungspolitik. Und darum sagen wir da auch ganz klar Nein dazu. Danke, Herr Frohnmeier. Gerne.